Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich endlich mal das Februar-Update für euch zu meiner Diät. Und leider ist dieser Monat nicht so gut verlaufen, wie ich es gerne hätte. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn ich werde trotzdem weitermachen, ganz klar für mich. Und also diesen Monat habe ich abgenommen. Minus 0,9 Kilo. Also fast ein Kilo. Und ich muss gestehen, diesen Kilo habe ich auch in der letzten Woche, also in der letzten Februarwoche abgenommen. Davor leider nichts, weil ich muss sagen, ich war auf einer Tupperparty. Ich war auf einem Geburtstag und da habe ich meinen Fresstag auf 2 Tage verlängert. Ich hatte nach dem Mittagessen immer Nachtisch gegessen. Also nicht immer, sondern manchmal. Und da hatte ich jetzt aber nicht so viel gegessen, sondern das werdet ihr alles in meinem Food Diary sehen, zum Beispiel Pudding. Aber jetzt mit, was war das für ein Zucker? Irgendwie so ein fettarmer Zucker. Ich glaube, das war dieser Xylitol. Also auf jeden Fall nicht normalen Zucker. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Und dadurch habe ich halt, wie gesagt, mein Gewicht gehalten. Also ich habe nicht zugenommen, aber auch nicht abgenommen. Ich habe es halt gehalten. Was auch vollkommen okay ist, aber deswegen will ich jetzt im März umso mehr Gas geben. Ja, genau. Also das heißt, insgesamt habe ich jetzt, sehe ich gerade auf meiner Liste, 4,7 Kilo abgenommen seit Januar. Ich finde, das ist okay, es hätte mehr sein können, aber ich denke, wenn es auch langsam vorangeht, ist es vielleicht für den Körper besser. Und ja. Beim Sport war ich nicht, will ich auch nicht gehen, ehrlich gesagt, weil ich da Angst habe, dass durch den Muskelaufbau, dass ich dann, dass dann halt mehr auf der Waage ist und nicht weniger. Und das wird mich dann eher wieder demotivieren, deswegen will ich erstmal nicht zum Sport gehen. Aber später will ich definitiv noch zum Sport gehen, weil mir das eigentlich auch immer Spaß gemacht hat. Die ganzen Videos zu diesem Projekt, also Projekt 2015 abnehmen, jetzt wird abgespeckt. Falls ihr euch die anderen Videos dazu ansehen möchtet, verlinke ich euch auf jeden Fall die Playlist unten in die Infobox, sowie die Playlist vom Food Diary verlinke ich euch auch in die Infobox, beziehungsweise alle Videos, die ich hier heute erwähne. Und als nächstes kommt wieder mein Food Diary Video nach diesem Video. Dann könnt ihr sehen, was ich so gegessen habe. Also wie gesagt, eigentlich esse ich alles. Nur abends esse ich entweder, kommt drauf an, was es zum Mittagessen gab, esse ich entweder abends nichts. Oder ich esse abends 2 Eiweißbrote und einen Tee. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, Eiweißbrot, das sättigt mich irgendwie gar nicht. Kann das sein, dass Eiweißbrot nicht sättigt? Weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, 10 Scheiben davon verdrücken und ich würde nicht satt werden. Aber ich esse keine 10 Scheiben, keine Sorge, nur 2 Stück. Und dann esse ich die auch entweder mit Hummus oder mit gekochtem Ei. Also ich achte schon, dass ich dann abends keine Kohlenhydrate mehr zu mir nehme. So, das dazu. Ah, oder ich trinke abends oder auch zum Nachtisch, wenn ich Lust auf was Süßes habe. Ich hole es eben. Vorbereitung ist alles, ne? Ich habe mir alles hier unten hingestellt, was ich brauche, aber das Wichtigste habe ich vergessen. Und zwar ist das dieser Wellamix Diätdrink in Schoko. Und wenn ich zum Beispiel nach dem Mittagessen Hunger auf was Süßes habe oder auch zwischendurch oder halt abends, dann trinke ich das hier mit Milch. Und das sättigt ein bisschen und nimmt mir auch so den Hunger auf was Süßes. Allerdings habe ich das erst Ende des Monats entdeckt, weil das habe ich erst vor kurzem bei Rossmann gekauft. Das seht ihr auch in meinem Rossmann-Haul übrigens. Und ja, also wie gesagt, das hier. Was ich auf jeden Fall zum Frühstück esse, beziehungsweise versuche ich mein Frühstück abwechslungsreich zu gestalten. Das seht ihr übrigens alles in meinem Food Diary. Aber ich wollte euch das vorab schon mal zeigen, und zwar Chiasamen. Die sind wirklich sehr, sehr gesund, sollen die sein. Und die sättigen auch ganz gut. Und damit mache ich mir immer ein Frühstück. Werdet ihr aber in meinem Food Diary sehen. So, wieder kommt noch ein extra Video dazu. Und wo ihr die herkriegen könnt. Ich habe die jetzt, das ist jetzt 500 Gramm. Ich habe 1000 Gramm für ungefähr 10 Euro bestellt. Ich setze euch auf jeden Fall den Link unten in die Infobox rein, falls euch das interessiert. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, worauf ich stolz bin, ich trinke jetzt mehr Wasser.
Ich komme jetzt, ich hab euch ja erzählt, dass ich Probleme mit dem Trinken habe, dass ich vielleicht 1 bis 2 Teetassen getrunken habe und kaum Wasser, weil ich auch nie Durst habe. Dafür habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Und zwar trinke ich jetzt 1 Liter bis 1,5 Liter pro Tag. Dank diesem Becher hier. Und zwar trinke ich immer dieses Medium-Wasser, kaufe ich mir. Da tue ich immer so ein bisschen Zitrone rein. Also jetzt diese aus diesem Plastikdings. Und dann habe ich das halt, also an meinem Schreibtisch habe ich dann meine Wasserflasche stehen und dann fülle ich die immer nach. Und 2 bis 3 von diesen Dingern trinke ich täglich. Das schmeckt mir auch sehr gut. Und auf jeden Fall schmeckt mir dieses Zitronenwasser wirklich sehr gut. Dadurch gehe ich natürlich öfters auf Toilette. Aber ich finde den Becher richtig praktisch, muss ich sagen. Ich setze euch mal den Link davon, wenn ich den finde, in die Infobox rein. Falls euch das interessiert, der hat, ich glaube, um die 10 Euro gekostet. Und ich habe den jetzt in Pink, der ist aus Plastik und da kann man wohl heiße Getränke reinfüllen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall mit Kohlensäure, stimmt auch. Und das Gute ist, hier ist so ein Strohhalm und ich trinke gerne Getränke mit einem Strohhalm. Nur wenn ich halt einen normalen Becher nehme und da diesen Plastikstrohhalm reintue, dann geht der immer so hoch. Kennt ihr das, wenn der Strohhalm so hoch geht? Und hier ist das nicht, weil der ist halt hart. Oder zum Beispiel kaue ich auch immer am Strohhalm. Weil das ja so gut geht, wenn der aus diesem Plastik... Nicht Plastik, was ist das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall dieser hier, der ist richtig hart und da kann man nicht drauf rumbeißen und das finde ich auch richtig praktisch. Übrigens sind hier 500 Milliliter passen hier rein, ne? Also das ist jetzt meine optimale Lösung, um mehr zu trinken und ich meine 1 Liter bis 1,5 Liter pro Tag im Gegensatz zu nichts vorher finde ich schon mal sehr gut. Im letzten Monat habe ich mir einen Smoothie gemacht, weil ihr habt mir ja empfohlen, gegen Heißhunger Datteln zu essen. Habe ich mir gekauft, aber ich muss sagen, Datteln ist nicht so meins, also mir schmecken sie nicht. Deswegen habe ich mir einen Smoothie gemacht, dort habe ich die Datteln reingeschmissen, also in dem Smoothie waren nur gesunde Zutaten drin. Und wenn euch das auch interessiert, dann setze ich euch den Link unten in die Infobox rein. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Also falls ihr Heißhunger habt, kann ich euch empfehlen, diesen Smoothie zu machen. Der ist nämlich wirklich gegen Heißhunger, also hat mir geholfen. Jedoch habe ich, als ich den getrunken habe, in der Zeit nicht abgenommen. Ja, ich denke mal, der Smoothie ist dazu da, also ich würde ihn eher trinken, wenn ich mein Gewicht halten will. Dann ist das, denke ich mal, eine gute Alternative. Beziehungsweise sollen auch noch Rosinen gegen Heißhunger sein, Nüsse, also Bananenchips oder generell getrocknete Früchte sollen gegen Heißhunger sein. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, dass man, wenn man vor dem Frühstück ein Glas heißes Wasser mit Zitrone trinkt und auch abends, vor dem Abendbrot, dann sättigt das den Magen und dann hat man nicht so einen großen Hunger. Ausprobiert habe ich es nicht, ihr könnt es gerne ausprobieren. Und ja, das war jetzt mein Update. Falls ihr noch Tipps für mich habt oder Fragen, schreibt sie einfach unten in die Kommentare und drückt mir die Daumen für den Monat März, dass es besser laufen wird. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!